Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zum nächsten Part. Assassin's Creed. Gehen wir weiter nach Anticosti, Captain. Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Auch bestimmt schafft die das. Mache ich mir gar keine Gedanken. Da kommen die Fischer von per se. Volle Segel! Bewegung! Ah, das ist auch schon wieder Feindgebiet, okay? Der Feind patrouilliert in diesen Gewässern, Captain. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Sie glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindlinge müssen zahlen. Was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Chef. Wunder gibt's immer wieder. So. Wow. Wow. Jawohl. Verdammt. Oh, dich haben wir. Auf euer Zeichen, Captain. Feuer! Ach, jawohl. Und irgendwo ist hier noch eins. So, Saubär. Ja, ich hoffe, der Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Oh, hallo. Mörderische Wachtürme, die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemacht. So. Thomas, Topfwegel! Hey, wo ist denn hier Beutegut? Keine Ahnung. So, dann segeln wir mal weiter. Zum Fort, wie ist es? Anticosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Weg dort an, Captain. Wir sind auf Anticosti angekommen. Geht voran, Shay. Wir treffen euch am Fort. Ist schon recht. Aber erstmal müssen wir ja, ne? Oder? Aber ist schon. Ja. Toll. Dann ab ins Wasser. Oha, okay, das ist neu. Mit dem kalten Wasser. So.
Keine Truhen, Sammelobjekte, Aussichtspunkte, bla bla. Der Rum hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist... So, Moment, erstmal kurz gekickt. Okay, der ist im Feindgebiet. Dann gehen wir doch erstmal zum nächsten Missionspunkt hier. Nun, Louis Joseph, wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Briggs, die haben fässerweise davon. Oh ja, die irischen Öffe erbringen viel Fleisch, nicht wahr? Ihre Verwaltung ist gut. Weit besser als die der Leute ihr. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Mhm. Und ich dachte schon George Washington. Das hätte mich jetzt aber, ne? Aha. Jawohl, 100%. So ist das schon. Ah, komm, hier, 4 Sterne kriegt er dafür. Was auch immer das bringt. Fortsetzen. Was heißt denn dieses Schwert da? Das kenne ich noch nicht, das Symbol. Waffenschmied? Oder gibt es da eine Waffe? Oder was ist das? Oh, hallo. Lass mich in Ruhe. Hä? Was? So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Aha, nach dorten. Nordamerika, Schnellreise. Nö. Moment, wo geht's zum Schiff? Da lang. Da ist irgendwo eine Karte. Okay. So. Zack, Aufzug. Da. Da sehe ich's doch. Gefällt mir das. Guck mal, das ist. Ich hoffe, das wird mir irgendwann noch auf der Karte angezeigt. So. Dann wieder ab zur Morrigan. Mann. Und wo geht es jetzt hin? Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arm setzt? Clear. Du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten.
Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shay. Deshalb hat er hier das Sagen. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das das Land besser kennt? Zeigt mir Respekt, Shay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Oh, also das Wetter ist auf jeden Fall schon mal anders als in Assassin's Creed 4. Da gab's, meine ich, ja, keinen Winter, oder? Nee. So, River Valley. Mhm, da müssen wir hin. Jetzt wird ja wahrscheinlich auch die Karte ein bisschen größer. Oder ist das in einzelne Gebiete unterteilt, die immer so ein bisschen kleiner sind? Na, mal gucken. Konflikt. Gelb, seine Gegner sind alarmiert und suchen nach ihnen. Okay. Oh, und da sind wir jetzt, sagst du? Dann gucken wir uns doch erstmal die Karte an. Oh. Hä? Hm? Hä? Okay, so kann man rein und raus zoomen. Hier auch. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Erstmal will ich mir den Anlegepunkt da holen. Indem ich mir das Treibgut da geholt habe. So, mal gucken, was wir hier haben. Ah, wollte gerade schon sagen, warum kann ich hier nicht andocken? Bienvenue en Nouvelle-France. Willkommen im Neufrankreich. Weit ist denn der Aussichtspunkt weg? Ah, es geht noch. Was ist das hier? Ach, ne, befreundete Siedlung. Ich dachte schon sowas wie ein Lagerhaus außer Assassin's Creed 4. Aber dem scheint nicht so. Okay, wo ist denn der Aussichtspunkt? Da oben! Scheuße. Hoch da. Komme ich denn da hoch? Help, please, hurry, help me!
Was war denn das? Fleeing is futile. You're on our territory. Someone help me! He's getting away. Must I use everything here? Ist aber Schluss. Bitte akzeptiert meinen aufrichtigsten Dank, Sir. Alter, was haben sie denn dabei? Was haben sie sich denn bei der Synchro gedacht? Oh, geh mir nicht auf Eier. Da komme ich auch nicht hoch. Mann, wie komme ich denn da hin? Das könnte doch glatt. Oh, Shay, jetzt lauf doch mal ein bisschen gerade hier. Ah, oder auch nicht. Kann ich mich hier langhangeln? Jo. Junge. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte, werter Sir. Ja. So, einmal plündern, bitte. Hier ist ein Fragment. Na toll, dafür muss ich ins Wasser springen. Das will ich aber gerade nicht. Oh. Ja, aber hier rechts geht's weiter. Da komme ich auch die Wand hoch. Aha. Also. Geht doch. Kann ich mir jetzt ja noch mal den Dingens. Cheat, was soll ich mit dem Cheat? Den Dingens holen. Den Animus hier, ne? Gedönsel. Zack. Unauffällig schwimmen, sprich tauchen. Da ist noch eine Kiste auf dem Weg. Oh, noch eine Leiter, auch schön. Alter, geh von der Leiter runter. Und dich kralle ich mir auch einfach, weil ich es kann. Ja. Halt, wo ist hier das Animus? Fragt er da oben drauf. Kacke. So, wie komme ich da jetzt hoch? Diese Frage stellt sich mir. Ich weiß es nicht. Gut. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja. Ach, leck mich. So. Zurück auf den Kahn. Hoch da mit dir. Steuer! Öffnet
die Hauptsegel! Kopfkraft, und dann weiter im Text. Hier bestimmt andocken. Wir treffen gleich auf Land, Sir. Holt sie nieder. Raus aus dem Wind. So. Und an Land. Wow. Schreiten Sie in der Geschichte voran, bla bla bla. Was ist das hier? Waffen und etc. Jo. Und das hier ist das gesperrte. Hey, was ist denn das? Hey? Keine Ahnung. So, erstmal kicken, ist hier ein Aussichtsturm. Nö. Okay. Louis. Einmal Richtung Hauptmission. Hä, wo musst du denn hier hin? Ah, da hoch, okay. Gut, Mission starten. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Mhm. Gut, gut. Ah, hier ist der Hafenmeister, aber gut, das... Wie kann ich zu Diensten sein? Wird mir jetzt auch nichts Neues verkaufen können, würde ich jetzt behaupten. Ah, Munition. So. Hammer schwere Kugeln bitte. Besserung. Ah, da fehlt ein bisschen was. Hm? Mhm. Stärke der Rundkugeln. Schweren Kugeln richten Schaden auf Nahdistanz an. Aha. Na komm, warum nicht? Ei, okay, ein bisschen teuer. Halt. Okay, habe ich. Voll. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf Nahdistanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie RT, um zu schießen. Okay. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Gut.
Okay, das heißt, hier ist der Part wieder vorbei. Und ja, im nächsten Part machen wir dann Jagd auf Washington. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ja, wenn ihr den Part nicht verpassen wollt, abonniert am besten meinen Kanal, damit ihr ja, die Benachrichtigung bekommt, wenn ich den nächsten Part oder allgemein das nächste Video hochlade, beziehungsweise meinen Livestream starte. Und ansonsten, ja, hinterlasst mir gerne auch Kommentare, Daumen hoch oder Daumen runter. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.